Hallo zusammen und willkommen. Einschlafprobleme können sehr anstrengend sein, aber mindestens genauso schlimm ist es, mitten in der Nacht immer mal wieder wach zu werden. Am nächsten Tag bist du gerädert und kannst dich in der Schule, in der Universität oder auf der Arbeit kaum konzentrieren, da du müde bist. Manchmal wird man vielleicht auch von Geräuschen geweckt, hat nächtlichen Harndrang oder muss einfach nur einen Schluck Wasser trinken. Du springst dann aus deinem warmen, gemütlichen Bett in den kalten Flur, gehst schnell auf Toilette oder in die Küche, um möglichst bald wieder in deine kuscheligen Federn zu kriechen. Doch nicht immer schläft man gleich wieder ein, sondern wälzt sich hin und her. Hinzu kommen Gedanken oder Erlebnisse vom Tag, die verarbeitet werden und die uns manchmal mitten in der Nacht wieder einfallen und beschäftigen. Einige Menschen greifen zu Schlaftabletten, doch diese stecken nicht nur voller Chemie, sondern können auch eine starke Abhängigkeit verursachen. Wir zeigen dir deshalb in unserem heutigen Video ein paar Hausmittel, mit denen du schnell und einfach wieder einschlafen kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Denke über deinen Tag nach. Es klingt vielleicht ein wenig merkwürdig, aber wenn du mitten in der Nacht wach liegst und die Gedanken durch deinen Kopf rasen, solltest du versuchen, dich zu entspannen und zu reflektieren. Versuche dir bei dieser Methode das schönste und positivste Erlebnis des Tages in Erinnerung zu rufen. Beginne am Morgen, als du aufgewacht bist, und denke an das leckere Frühstück, das du genossen hast. Vielleicht fällt dir auch ein lustiges Ereignis während der Mittagszeit ein. Dadurch verbessert sich dein neurologischer Zustand. Dein Geist entspannt sich und du wirst leichter wieder in den Tiefschlaf fallen. Nummer 2. Mach ein paar kleine Übungen. Nachdem du zurück in dein Bett gekrochen bist, solltest du zunächst ein wenig ruhig daliegen. Führe dann ein paar Muskelentspannungsübungen aus, indem du einzelne Muskelpartien gezielt anspannst und sie wieder lockerst. Beginne bei deinen Zehen und arbeite dich dann über deine Füße, deine Beine, deinen Bauch und deine Arme durch den ganzen Körper hindurch. Spanne und entspanne jede einzelne Körperpartie an, wie zum Beispiel deine Ober- und Unterschenkel, dein Gesäß, dein Rücken und deine Schultern. Auch in deinem Gesicht arbeitest du dich durch einzelne Zonen wie die Stirn, die Wangen oder das Kinn. Spanne deine Hände und Finger ganz fest an, während du tief einatmest, und lasse alle Verspannungen, Ängste und Sorgen los, während du ausatmest. Diese einfache Methode, die du auch auf Reisen gut durchführen kannst, verhilft dir schnell dazu, dass du wieder in den Schlaf zurückfindest. Nummer 3. Rede dich in den Schlaf. Wenn du mitten in der Nacht das Badezimmer aufsuchst, verspannen sich deine Muskeln. Damit sich diese wieder entspannen, kann es helfen, mit deinem Körper zu sprechen. Beginne bei den Füßen und arbeite dich dann wieder bis nach oben zum Kopf durch die einzelnen Partien, indem du jede Partie sagst, dass sie sich entspannen soll. Nutze Affirmationen wie zum Beispiel: bei jedem Atemzug entspanne ich mich ein wenig mehr. Nummer 4. Zeit für eine Geschichte. Eine andere sehr effektive Methode ist, dein Gehirn mit einer langweiligen Geschichte zur Ruhe zu bringen. Vielleicht kennst du einen Podcast von jemandem, der eine extrem monotone und langweilige Stimme hat. Oder aber diese Person erzählt eine einschläfernde Geschichte. Am besten ist es tatsächlich, wenn du ein Hörbuch oder eine CD anhörst, denn dann musst du noch nicht einmal das Licht einschalten. Nummer 5. Ziehe an dein Ohrläppchen. Vielleicht wusstest du schon, dass das Reiben deiner Schläfe bei Kopfschmerzen helfen kann. Aber wusstest du auch, dass das sanfte Ziehen an deine Ohren dich beim Einschlafen unterstützt? Dies hat tatsächlich eine enorm beruhigende Wirkung. Unser kurzes Fazit: Jeder Mensch hat andere Angewohnheiten und Vorlieben, was ihr Schlafverhalten betrifft. Hoffentlich findest auch du unter diesen Vorschlägen den ein oder anderen Tipp, der dir bei der nächtlichen Aufwachaktion schnell wieder zu einem süßen und tiefen Schlaf verhilft. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.